Was ist besser, vorher oder nachher? Nachher. Nachher auf jeden Fall. Nachher. Auf jeden Warum? Fall. Ja, der sieht einfach, macht mit mehr her. Sieht wuchtiger aus, sportlicher. Das ist gut begründet von Dieter und Nikolas. Dezember. Hallo zusammen, wir sind auf der Essen Motorshow. Neben mir steht Georg Lenner. Georg, wir duzen uns und stellst du dich mal selber ein bisschen vor? Olaf, ein herzliches Glück auf. So sagt man das hier mitten im Ruhrpott. Wir befinden uns im Herzen des Ruhrpotts in Essen. Ja, mein Name ist Georg Lenner. Ich bin 1957 geboren und habe schon frühzeitig mit Kraftfahrzeugen Verbindung gehabt, indem ich ein Moped hatte. Das habe ich für 70 D-Mark damals gekauft und 40 km/h durfte es fahren und gute 80 hat es nachher geschafft. Da fing das schon an. Jetzt sind wir ja schon bei den Mopeds, aber jetzt frage ich dich erstmal, warum bist du hier auf der Essen Motor Show im Jahr 2023 und hinter uns stehen ja E-Kadetten? Also ich war früher beruflich hier engagiert. Ich war über 10 Jahre jedes Jahr auf der Essen Motor Show als Aussteller, als gewerblicher Aussteller, weil ich zu der Zeit diese Boliden entwickelt und gebaut habe und habe die Fahrzeuge verkauft, aber habe in erster Linie Breitumbauten, Tuningsätze verkauft, Auspuffanlagen, Räder, Tieferlegungen, alles was dazugehört. Also früher war das hier mein Zuhause. Wir erleben dich ja jetzt mit Sonnenbrille und auch hier der Anzug 80er Jahre. Ja, das Fahrzeug stammt aus den 80er Jahren. Ich bin, wie gesagt, etwas früher an der Zeit. Ja. Aber der Anzug ist ein 80er Jahre, ein Original 80er Jahre Anzug. Und auch die Sonnenbrille ist eine Original 80er Jahre Sonnenbrille. Okay, nimmst du jetzt mal ab. Das ist ja so nett für die, die uns jetzt so sehen. Aber wir wollten das mal einmal darstellen, genau, die 80er Jahre, wie wir die jetzt wieder verkörpern. Okay, so, also, es geht heute um Extremtuning aus den 80ern? Zumindest hier bei mir auf dem Stand und auch auf dem Nachbarstand beispielsweise. Normalerweise ist dieses Extremtuning der Karosserien heute nicht mehr so ein großes Thema. Heute interessieren die jungen Leute andere Dinge. In den 80er Jahren konnte das gar nicht breit genug werden. Und wir haben alles gemacht, was technisch machbar war. Also an der Stelle, so wie dieses Auto hier steht, war reifenmäßig einfach Ende. Es gab keine breiteren Reifen, sonst wären die Auswüchse vielleicht auch noch größer geworden. Ich habe ja gedacht, ich werde hier heute eingeladen und da steht so eine Tuning-Sünde. Also ich finde, der ist wirklich sehr schön gelungen von den Proportionen, wenn ich jetzt an diesem Auto entlang gucke. Wir reden ja jetzt von dem Nachher und das ist ja vorher, das ist nachher. Wir reden ja jetzt also praktisch von einem Umbau, da ist ja zu einer Zeit das umgebaut worden, wo welches Material im Einsatz war? Ja, also alle diese Verbreiterungen sind aus GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff, Glasfasermatten als Armierung und Polyesterharz, um das Ganze in Form zu bringen und stabil zu machen. Alles, was hier angebaut ist, ist kein Blech mehr, sondern ist GFK. Ja, und du erzählst das ja nicht nur mir, sondern auch der Kamera. Ja. So, und das war zu der Zeit Handwerkskunst, ist das richtig? Ja, also es haben viele auch gemacht. Ich selber bin Karosseriebauer, aber es haben auch viele Bäcker und Metzger, sage ich mal, gemacht und dann mehr oder weniger gut. Aber ich habe das akribisch betrieben und später ja auch professionell betrieben. Und ich habe einen hohen Anspruch an die Qualität gehabt. Guck mal ein bisschen nach vorn. Wenn wir uns das Auto jetzt so angucken, drehen wir mal eben so kurz den Rücken, dann ist das Auto gebaut worden Ende der 80er. Ja, ich habe dieses Fahrzeug als Neuwagen in Recklinghausen bei der Firma Opel Bieling gekauft, 1988. Habe das direkt in meine Werkstatt gefahren und habe das sofort auseinandergeschnitten, habe also den Winkelschleifer genommen und die Säge und habe alles auseinandergesägt und habe dann angefangen, die Formsprache des Fahrzeugs aufzunehmen. Das ist mir auch, meine ich, gut gelungen, ist auch oft schon hier bestätigt worden. Habe also nicht irgendwas da dran gebaut, nur um es breit zu bekommen, sondern habe die Form auch fließen lassen, habe das aus dem Fahrzeug rausfließen lassen und habe das dann eine Seite erstmal modelliert, gespiegelt auf die andere Seite, verspoilert und so weiter und habe dann das Fahrzeug lackiert
die Negativformen abgenommen, dann alles wieder runtergeschlagen vom Auto, positive rausgezogen und die sind seit 34 Jahren hier an diesem Fahrzeug verbaut. Baby, you get me out of Also hier ist ein bisschen Smile dabei oder so cool. Oder? Mein Gott, du siehst ja total verändert aus. Also du stehst in der Zeit bis Manta Manta, war das also Breitbau-Tuning, war akzeptiert. Boah ey, kann ich nur sagen, jetzt stehe ich hier an dem Manta. Ja, also bis zu dem Ausstrahlen des Films war alles gut, in Anführungszeichen. Das konnte gar nicht breit genug sein. Wie gesagt, das Publikum hat gejubelt. Aber naja, mit dem Outfit, mit diesem bunten, wahnsinnig breiten Manta ist die Sache dann doch ein bisschen verhundepiepelt worden. Nicht schlimm, alles hat seine Zeit, aber da war es dann vorbei mit einem positiven Ansehen dieser Breitbauszene. Jetzt wollen wir uns ja nicht mit fremden Federn schmücken. Hier warst du nicht dran beteiligt, also natürlich hinten an dem Lenner Evolution heißt der? Nein. Doch? Solution. Solution. Die Lösung, es war die Lösung. Ne? Meine Lösung für okay. Die Gruppe. Also man muss ja auch sagen, das ist ja alles straßentauglich. Auch zu der Zeit ist das straßentauglich gewesen und musste abgenommen werden. Gutachten. Und wenn ich jetzt irgendwo wahrscheinlich im Auto schaue, steht ja irgendwo nicht nur hinten der Schriftzug Lenner Solution, sondern irgendwo auch ein Typenschild oder sowas. In jedem einzelnen Teil ist von innen ein Typenschild einlaminiert mit der Bezeichnung des Bauteils, was auch alles dann einzeln in die Fahrzeugpapiere eingetragen wurde und halt mit meinem Namen natürlich drauf. Wir haben 2000 Kilometer Hockenheimring mit diesem Fahrzeug gefahren unter Rennbedingungen. Der TÜV war also dabei und hat die Rundenzeiten gestoppt. Der Kofferraum wurde mit 400 Kilo beladen, also das Fahrzeug wurde an seine Grenzen gebracht. Ich als Fahrer übrigens auch. Genau das Auto, was jetzt hinter uns steht. Genau, das war also hier das Probefahrzeug. Damit sind also die Tests gefahren worden. Und nach diesen 2000 Kilometern, die haben 2 Tage gedauert, haben wir dann nochmal 500 Kilometer Schlechtwegstrecke gefahren und dann wurde das Fahrzeug untersucht, ob es das schadlos überstanden hat. Und das hat es bis zum heutigen Tag. Also da wurde geguckt, ob im Fahrwerk oder in den Achsen Risse da sind und ob es überhaupt diese extreme Umbau oder diese Belastung letztendlich auch aushält, oder? Ja, da wurde also eine Rissprüfung vorgenommen an den Achsen und an den umgebenden Karosserieteilen, die die Achsen aufgenommen haben, weil es kann auch durchaus einen Rahmen brechen, ne, wo die Achsen angeschraubt sind. Aber hier ist also bis zum heutigen Tage alles fast wie neu. Das Auto hat knapp 34.000 Kilometer gelaufen. Ist 34 Jahre alt und riecht von innen noch neu. Ist der jetzt wieder lackiert worden neu? Nein, der ist vor 34 Jahren, als der Umbau stattgefunden hat, lackiert worden. Und diese Lackierung ist 34 Jahre alt und absolut rissfrei. Also hier wird man keinen Riss finden. Also es zeugt, sorry, ich habe es ja selber gemacht, es zeugt von guter Arbeit. Also gehen Sie zum Karosseriebaumeister. Ich glaube, das ist das Entscheidende jetzt, dass du also wirklich auch deine
ja, deine Profession des Berufes da reingebracht. Das ist ja nicht irgendein Umbau. Nochmal ganz kurz zu den Daten. Das ist jetzt also ein optisches Tuning, also die Form ist verändert worden. Und motormäßig ist es der GSI. Ja, das ist der Opel Kadett GSI mit 130 PS ohne Katalysator. Es gab 115 PS mit Katalysator, 150 PS mit Katalysator, 16V. Das ist ein 8V ohne Kat mit 130 PS. Das war zu der Zeit schon ordentlich. Das war recht ordentlich, führte dann aber auch später dazu, dass die Familie Romund nicht mehr aus der Garage fahren konnte, weil als das Auto 24 Jahre alt war, hat die Politik sich einfallen lassen, dass ohne Cut ein Auto nicht mehr auf die Straße darf. Das führte dazu, dass der Wagen nach 24 Jahren abgemeldet wurde, sein Eschweger Kennzeichen verlor und tatsächlich sich dann, wir waren schon lange auch mit diesem Thema in Kontakt, die Familie Romund sich entschieden hat, das Fahrzeug zu verkaufen. Ich hatte mich lange dafür angemeldet, habe gesagt, solltet ihr wieder erwarten, das Fahrzeug mal verkaufen, würde ich gerne die Chance haben des ersten Zugriffs, weil ich überhaupt nicht ein Auto, ich habe ja viele Autos getunt, ich hatte nicht ein Auto aus meiner Vergangenheit und möchte und wollte doch eins bewahren. Und dann hatte ich die geniale Gelegenheit, nach 24 Jahren mein Auto zurückzukaufen. Also es ist eine ganz interessante Story, das heißt also, es ist wieder an den Erbauer zurückgegangen, das Auto. Jetzt hast du zu der Zeit ja wirklich auch in der Szene Furore gemacht, könnte man so sagen. So, ich habe hier so Zeitungen hier bei dir auf dem Stand gefunden. Das war damals in der Szene schon. Also, was war die schnellste Szene hier? Flash? Opel-Szene? Ja, das ist die Opel-Szene Flash Nummer 1, Ausgabe Nummer 1. Und da dann mit zwei Fahrzeugen auf dem Titelblatt zu sein und auch im Inlet ziemlich stark erwähnt zu werden, das ist schon eine Ehre für so einen Tuner wie absolut. Mich. Absolut. Guck mal, der Schwarze, du hast den auch nochmal in Schwarz gemacht, ja? Ja, diesen habe ich, wie gesagt, als Neuwagen gekauft, sofort zerschnitten, umgebaut. Und der Herr Mansueto Busin, Eisdielenbesitzer in Moers, hat sich dann einen 16V gekauft in Schwarz, hat den direkt am nächsten Tag von sich zu Hause bzw. vom Opel-Händler zu mir gefahren und der wurde dann auch direkt genau in dieser Manier umgebaut. Und ein Schwarzer war auch im Film Manta Manta? 1991 angesprochen worden aufgrund dieses spektakulären breiten Autos, ob ich nicht als Statist bei Manta Manta mitspielen wollte. Und ich war dann bei den Dreharbeiten in Düsseldorf, bei den Tankstellen-Szenen 2 Tage vor Ort. Hab endlich mal richtig Geld verdient, habe ich 200 Mark am Tag gekriegt, ohne was zu tun. Bei Tina oder bei Uschi? Tina Ruland und Till Schweiger und Michael Kessler waren genauso unbekannt wie ich. Die haben es dann allerdings geschafft, mir völlig unverständlich. Mich kennt heute immer noch keine Sau. Okay, es ist wirklich eine sehr schöne Geschichte. Und wenn du jetzt heute, 2023, jetzt nochmal so über die Messe gehst und auf der Messe stehst und so, dann ist das ja so für dich so ein Revival? Ja, also viele meiner Freunde und auch meine Ehefrau waren so ein bisschen befremdet, haben gesagt, ach, da sind doch nur junge Leute, was willst du da? Aber das war mal mein Zuhause hier, das war mein Spielzimmer. Und also hier hast du verkauft, hier hast du Porsche 914, Karosserie, wie nennt man das, Verbesserungen, ja, Tuning, Bausätze. Habe ich gekauft. Für 914 verkauft, für einen Opel GT, für einen Opel Kadett und für verschiedene andere Fahrzeuge. Das habe ich über 10 Jahre gemacht. Bis in die 90er? Gemacht. Ja, bis Anfang der 90er. Also ich sage dann immer, der Manta-Film war die Beerdigung dieses Tuning-Sektors. Ich war bei der Beerdigung dabei, wie ihr gehört habt. aber ich bedauere das nicht. Alles hat seine Zeit. Ich habe damals gedacht, als junger Bursche, es geht ewig so weiter. Ich würde das heute noch machen. Baby, you get me oh.
zu dem Auto. Auto sieht gut aus. Heutzutage geht das. Früher war es zu viel, jetzt war es zu viel. Der ist aber von früher. Ja, weiß ich. Aber damals habe ich gedacht, das ist zu viel. Und jetzt finde ich, jetzt geht es. Heute ist gut. Gut, danke. Dein Name? Daniel. Daniel? Ja. Okay, danke Daniel. Dankeschön. Jetzt bin ich ja erstaunt. Hier sind ja viele, wie gesagt, auch alte Autos oder Oldtimer auf der Messe. Und zu diesem Auto würden wir jetzt gerne noch mal wissen, darf der heute so auf die Straße? Darf der ein H-Kennzeichen bekommen? Weil es ist ja auch ein Extremumbau. Und wie verhält es sich da? Also 2014 habe ich ja, wie gesagt, das Fahrzeug zurückgekauft, weil es ohne Cut nicht mehr auf der Straße fahren durfte. Ich habe dann 6 Jahre ausgeharrt, habe einen Termin mit dem örtlichen TÜV vereinbart, der mittlerweile in dem Autohaus Bieling, wo ich dieses Fahrzeug neu gekauft habe, untergekommen ist. Da habe ich also einen Termin mit dem TÜV gemacht, mit der örtlichen Presse, habe eine große Erdbeertorte backen lassen und dann bin ich dorthin gefahren. Der TÜV-Ingenieur hat das Fahrzeug abgenommen, hat die H-Zulassung erwirkt. Und dann habe ich mich anschließend eine halbe Stunde mit der Presse, mit dem TÜV-Ingenieur dort hingesetzt. Und das Auto aus Bieling, wo ich das Fahrzeug gekauft habe, hat uns den Kaffee zugetragen. Und das hat die Sache dann richtig schön nochmal abgerundet. Also die Frage ist ja, darf man heute mit dem H-Kennzeichen sowas fahren und fährst du damit? Ja, also ich hatte bei mir gingen ja die Ingenieure ein und aus in meinem Geschäft, in meiner Karosseriewerkstatt. Und ich hatte einen Bekannten, oder den habe ich ja auch immer noch, den Gerd. Und der arbeitet für eine große Oldtimer-Organisation als Sachverständiger. Und den habe ich dann gefragt, sage ich, Gerd, in ein paar Tagen wird das Auto 30, nimmst du mir das ab, gibst du mir ein H-Kennzeichen da drauf? Da hat er gesagt, im Leben nicht. Never. Da ist ja alles geändert. Ich habe da nichts zu gesagt und habe dann eben, wie gesagt, einen TÜV-Termin gemacht mit einem TÜV-Ingenieur. Und es gibt ja nichts originaler, umgebautes als dieses Auto. Das Fahrzeug war noch nie zugelassen ohne diesen Umbau. Also es ist erst zugelassen worden, als ich diesen Umbau vollzogen habe. Und es ist ja so, dass also zeitgenössisches Zubehör absolut in Ordnung ist. Man darf durchaus breite Reifen draufbauen, Weber, Doppelvergaser und so weiter und so fort. Alles aus der Zeit. Alles, was aus der Zeit stammt, darf man auch bei einem H-Kennzeichen verwenden. Und es war überhaupt kein Thema, dass der TÜV-Ingenieur mir das Auto abgenommen hat. Rückst du langsam aus der Kamera raus? Ja. War überhaupt kein Thema, dass das Fahrzeug ein H-Kennzeichen erlangt hat. Es ist praktisch neuwertig nach wie vor. Es gibt da nichts dran zu beanstanden im Auto. Und noch originaler umgebaut geht es eigentlich nicht. 34.000 Kilometer auf so einem Tacho, 34 Jahre alt. Genau. Jedes Jahr 1.000. Er darf jedes Jahr ungefähr 1.000 Kilometer fahren. Und dann kann man sich ausrechnen, ich bin 65 Jahre alt. Also ich werde das Auto ungefähr mit 70.000 Kilometern abgeben. Okay, vielen Dank, dass wir heute hier bei Georg Lenner aus Recklinghausen auf dem Stand sein durften. Also wir duzen uns ja, also es war für mich ein tolles Erlebnis heute, das hier zu sehen. Und ich bin ganz begeistert von der Messe und von deinem Revival hier heute und es macht mir riesen Spaß. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut, Olaf. Alles Gute. Hier alle zusammen. Was ist besser, vorher oder nachher? Nachher. 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 Warum? Ich finde es einfach geiler. Geiler. Danke. Maxi. Luca. Jason. Marc. Was ist besser, vorher oder nachher? Georg, was ist besser, vorher oder nachher? Was findest du denn besser? Breit oder schmal? Was ich besser finde? Ja, im Original, ne? Original, hier. Ja. Ja. Wie gesagt, das ist ja auch noch quasi Auto, aber irgendwas... Welche suchst du, kannst du jetzt Auto machen? Ich suche noch einen originalen Zweier, Wolfsburg Edition, als 16V. Ein originalen Zweier, was BMW? Nein, VW, Golf 2. Ach, ein Golf 2? Wo ich ihn früher hatte. Ah, okay, ja, gut, ja. Findet man ganz wenig. So mit karierten Sitzen und so? Nee, Leder. Ah, Leder. Leder. Ich hatte den in Leder, mit geteilter Rücksitzbank, auch Leder halt, ne? Elektrisch Fensterheber, Sigma Chrom, 9x16 Bruck B1, was früher so war halt, ne? Ja, aber es ist heute
Endlich mal ein Fachmann, danke. Dein Name? Michel. Danke. Alles klar, viel Spaß noch. Hier, Max.